Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich kann mein Videoschnittprogramm wieder verwenden. Irgendein Bug hat es da. Und jetzt kommen die Videos wieder wie gewohnt. Heute ist Samstag, der 22. August 2020. In 8 Tagen habe ich Geburtstag. Und hatte Person ja da. Und hat mir meinen Schmuck, den ich mir bestellt habe. So eine Überraschungsbox von Purely in meine Schmuckschatulle eingeräumt. Und in mein Ohrringbuch. Und waren schwimmen im Pool. Das war richtig angenehm. Und sonst haben wir nur getratscht Kaffee getrunken und geraucht. Und eigentlich war es ein ganz schöner Tag und auch sehr warm. Aber um 4 hat es dann zu regnen begonnen. Und um 4:30 musste sie weg, weil sie noch bei einem Restaurant arbeitet. Und es war mir die restliche Zeit etwas langweilig. Ich hatte jetzt auch Probleme mit dem Computer. Es ist schon 19:27 Uhr. Um 19 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Also habe ich jetzt gut 27 Minuten damit verbracht, den Computer wieder richtig einzustellen. Zuerst ging das Programm nicht, dann ging das Videoaufnahmeprogramm nicht. Das hat kein Bild gezeigt. Und jetzt kann ich mein Video aufnehmen. Morgen ist Sonntag, da wird kein Video kommen, weil da sowieso nicht viel passiert. Meiner Mutter geht's gut, ist heute nach Hause gekommen. Sie hat noch etwas Schmerzen und etwas Luft im Körper durch das Aufblasen vom Bauchraum bei laparoskopischen Eingriffen. Und jetzt hat sie die Luft immer in der Schulter. Und das ist ganz schön unangenehm. Aber im Großen und Ganzen geht es ihr gut. Mir geht's auch ganz okay. Ich habe noch immer Stimmungsschwankungen und bin manchmal angespannt. Angespannt und unruhig. Ich freue mich auf Montag, wenn ich Kerstin wieder sehe und ich über diese Anspannung reden kann. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Corinna kommt am Donnerstag wieder. Bis dahin wechseln sich von Montag Sonja, Dienstag Claudia, Mittwoch Sonja. Und dann Corinna am Donnerstag wieder, also am Freitag wieder Sonja und am Samstag beide. Das ist der vorletzte Arbeitstag von Claudia. Das wechselt sich jetzt immer so ab, aber mal schauen. Ich bin ziemlich müde, weil ich heute wieder um kurz vor 9 aufstehen musste, weil mein Vater dann meine Mutter geholt hat und die Volkshilfe gekommen ist. Und ja, es gibt nicht recht viel Neues.
Mir wurde jetzt von der Mama empfohlen, aus meinem Buch ein Hörbuch zu machen. Aber ich weiß noch nicht, wie viel das kostet und wie ich das verkaufen soll. Also ist es noch etwas fragwürdig, ob ich das mache und wie ich das mache, und mit Geld sieht es sowieso nicht gut aus. Und ja, das muss ich noch mit Michaela besprechen. Von der Momak hat mir Klaus geschrieben, dem habe ich ein Buch geschickt. Und er wird es demnächst lesen. Das ist ein Professor. Ich weiß nicht, in welchem Fach. Oh. Er hat sich für mein Buch beim letzten Momak-Treffen interessiert. Und deswegen habe ich ihm eins geschickt. Und er hat mir eine nette E-Mail zurückgeschickt. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eines.